Vertragsring. Ach, stimmt. Stimmt, der Vertragsring. Ja, jetzt weiß ich auch, wofür der war. Sind wir zum Glück noch nicht. Verdammt. Stirb! Auf Wiederhören! Auf dass ich Wiederhören am Hammer hängen habe. Hey, dreifache Alliteration, nicht so schlecht. Oh Gott, doch sehr schlecht. Denn hier war noch eine Tür. Sie ist aber zu, okay. Wie gesagt, standardmäßig hat man hier keine Karte. Insofern bitte ich euch, mich zu entschuldigen in dieser Hinsicht, wenn ich mich hier tausendmal verlaufen sollte. Ja, die war von der anderen Seite geschlossen. Schloss klemmt. Wir drehen uns. Scheiße von hinten. Also nicht Scheiße von hinten, aber Monster von hinten. Kommt aufs selbe hinaus letzten Endes. Puh, Ruhe. Eine Kamera. Warum nicht? Stimmt, die Kamera. Das war ja auch geil. Eigentlich. Aber was heißt geil? Es war halt cool. Okay, von hinten kommt eine. Schlag zu. Wir brauchen jetzt die Heilung. Schlag zu. Schlag zu. Scheiße, sie hat mich. Sie hat mich. Sie haben mich. Ich bin... Okay. Wir gehen in den Fernkampf über, meine Freunde. Wir gehen in den Fernkampf über. Reload. Was habe ich denn noch für die additionellen Waffen? Die sollte ich besser aufbewahren, oder? 36. 30. Ja, die sollte ich aufbewahren. Okay, ich kann nur auf die Pistole zurückgreifen. Okay. Dreh dich. Schieß. Schieß direkt los. Okay. Weg mit dir. Um es kurz zu erklären, ich habe kein Leben mehr. Deshalb muss jetzt richtig die Munition ranklotzen. Ist ja klar. Ich hatte da was total Falsches gerade in Erinnerung. Es wäre insgesamt eigentlich klüger, nicht die Pistole, sondern doch noch den Hammer zu benutzen, weil der macht mehr Schaden, aber wenn es so viele werden, dann wird das immer kompliziert. Eine Stahlplatte ist an die Wand geblablat, aber wir haben ja einen Schraubenzieher. Diese Stahlplatte hatten wir auch im alten Krankenhaus. Dort gab es aber keine Möglichkeit. Strom fließt durch den Schlüssel. Ich bekomme einen Stromschlag, wenn ich ihn jetzt anfasse. Heißt, wir müssen den Strom ausschalten, um an diesen Schlüssel zu kommen. Oder? Ja, doch. Wir müssen den Strom ausschalten. Ja, war klar. Vier Schüsse. Meine Munition reicht definitiv. Keine Landkarte von diesem Ort. Wie willst du das denn auch machen? Ist ja nowhere. Und so. Diese Tür habe ich eben aufgeschlossen. Dann sollte ich einfach da durch. Ja, auf ins nächste Stockwerk. Haben wir den Ophir-Schlüssel? Den Falek-Schlüssel? Nein. Hä? Ich bin doch mit dem Aufzug hochgefahren. Doch, ich bin mit dem Aufzug hochgefahren. Ganz sicher. Ah, das ist der andere Aufzug. Okay. Ja, verwirrend. Dass sie das Krankenhaus immer umbauen, wenn ich... Immer wenn ich hinkomme, ist es ein ganz anderes Krankenhaus. Die andere Kirche. Was die wohl verehren. Na, ich würde sagen, das ist mittlerweile ganz offensichtlich. Ach. Ja, ihr seht hier verschiedene Druckplatten. Wir haben überhaupt keine Ahnung, was wir hier tun sollen. Allerdings habe ich doch die Kamera. Mit Blitz.
Und dass der Blitz alles so zeigt. Ich mal mir das gerade ab. Das Licht für die Zukunft. Ja, laber nicht, du stinkst. Gut. Das müssen wir dann praktisch in die Zahlen auf dieser Seite eintippen. In die Türen eintippen, meine ich. In diese komischen Sachen hier. Das stimmt. Ich muss hier höllisch aufpassen. Das stimmt. Schaut mal hier, wo jetzt der Mauszeiger hingeht. Das ist doch ein Gesicht, oder? Ich umfahre es gerade. Das ist das Trollface. Das ist doch eindeutig das Trollface. Entweder ich bin völlig wahnsinnig. Oder ich bin völlig wahnsinnig. Ja, die Tür ist offen. Und wir finden den Vogelkäfigschlüssel. Hurra! Sorry, aber richtig freuen kann ich mich darüber jetzt nicht mehr. Gehen wir noch hier ran. Das ist ein optionaler Raum, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, es ist optional. Da war, glaube ich, nur Munition oder Heilung. Aber brauchen wir definitiv. Das Licht, das die Finsternis durchdringt. Hoffen wir mal drauf, ja? Muss ja, ne? Alter. So, ein Kreuzlein. Da, hier so ein Tisch halt. Ja, wie soll ich das denn sonst beschreiben? Genau. Heilung. Also ein Tonikum. Ich singe gleich die ganze Tonika für das Tonikum. Dasselbe. Ermittlungen festgefahren. PTV-Dealer immer noch auf freiem Fuß. Weitere verdächtige Todesfälle. Wie der Anti-Drogen-Bürgermeister stirbt. Ein Rauschgiftfahrender am plötzlichen Herzversagen mit unbekannter Ursache. Gibt es andere? Sie ist ziemlich alt. Großbrand in unserer Stadt. 6 Häuser zerstört. Verkohlter Körper von Alessa Gillespie, 7. Im Anschluss gefunden. Brandursache wird derzeit noch ermittelt. Nach den Ermittlungen war der Brandherd im Keller des Gillespie-Hauses. Brand höchstwahrscheinlich durch Versagen eines veralteten Heizungskessels verursacht. Wichtig. Das Datum des Brandes fällt auf denselben Tag, an dem wir Cheryl gefunden haben. Auch wichtig. Langsam gibt sich da ein Bild zu finden, oder? Alessa, Cheryl. Harry findet Cheryl am selben Tag, an dem Alessa verbrannt wird. Alessa war damals selbst 7. 7 years old, black hair. Cheryl ist jetzt, glaube ich, ich will mich da nicht festlegen, Cheryl ist jetzt 7, während Alessa 14 ist, ergibt ja auch Sinn, 7 Jahre Unterschied. Cheryl war also damals 0.